Die Schüler der IGS Mühlenberg feiern ihre neue Schule. 6 Jahre Plan- und Bauzeit liegen hinter allen Beteiligten. Man kannte es ja am Anfang nur vom Modell und dann die Vorstellungskraft zu entwickeln, so ein sehr komplexes, großes Bauwerk sich vorzustellen, das ist schon nicht so einfach. Und jetzt ist es natürlich wirklich überwältigend, das zu sehen. Rückblick. Für das Schulgebäude der IGS Mühlenberg aus den 70er Jahren lohnt sich die Sanierung nicht. Das Gebäude wird abgerissen und ein neues muss her. Das Besondere, die Stadt geht mit der damaligen GmbH, heute Hannover, eine öffentlich-öffentliche Partnerschaft ein. Die Hannover baut das Gebäude, die Stadt mietet es. Jetzt ist das 63 Millionen Euro teure Bauprojekt abgeschlossen. Die Zeit der Kompromisse ist damit vorbei. Die Bürgerinnen und Bürger sind sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Und wenn nach solch einer langen Zeit dann endlich das Bauwerk fertig ist, hört ja der Dreck, der Krach und so weiter alles auf. Und das andere ist, auch mit der Fertigstellung des Stadtteilzentrums, dass die Mühlenberger wieder einen Ort haben, zu dem sie gehen können. Und so bietet der Gebäudekomplex jetzt die Funktionen, die sich die Beteiligten bei der Planung gewünscht haben. Mit dabei ist das neue Stadtteilzentrum mit Bücherei, theaterpädagogischem Zentrum und weiteren sozialen Einrichtungen. Der Gebäudeteil für den Schulbetrieb ist schon seit Frühjahr 2015 im Einsatz. Diese Lernlandschaften bieten neue pädagogische Möglichkeiten. Also der Lehrer kann jetzt sagen, wir machen jetzt ein bestimmtes Thema und ihr 5 Leute, ihr geht jetzt mal raus in die Lernlandschaft, setzt euch dahin und bearbeitet das alleine. Und ihr 3, ihr geht auch in die Lernlandschaft, aber ihr setzt euch dahin und macht was anderes und wir machen was anderes hier. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von differenziertem Arbeiten im Unterricht. Die Schule ist im Passivhausstandard gebaut und somit ist die Energiebilanz viel besser als vorher. Auch in den Klassenräumen setzen die Lehrer neueste Technik ein. Wir haben in allen Fachräumen, in allen Klassenräumen diese interaktiven Tafeln. Das benutzen die Kollegen sehr und selbst Kollegen, die früher gesagt haben, naja, also Computer muss vielleicht nicht sein, sind jetzt ganz begeistert. Und noch etwas hat sich geändert. Der neue Name Leonore-Goldschmidt-Schule erinnert an die jüdische Pädagogin. Stadtteilzentrum und Schule unter einem Dach. Das befruchtet sich gegenseitig. Und dieses neue Gebäude, dieses Gebäudeensemble, auch weiterhin und vielleicht noch viel mehr als in der Vergangenheit, wird das Zentrum auf dem Mühlenberg sein für viele Bürgerinnen und Bürger und eben für viele tausend Schüler in den nächsten beiden Generationen. Und das ist eben auch dann die Mühe wert. Und auch eine neue Geschichte dann eben auch zu schreiben. Die neue Aula bietet jetzt jedenfalls Platz für Veranstaltungen wie diese. Auch wenn er hier und da noch Verbesserungsvorschläge hat, Schulleiter Michael Bax ist froh, jetzt endlich angekommen zu sein. Wenn Sie nachher gehen, es ist draußen dunkel und Sie drehen sich dann nochmal um und gucken sich diese Fassade an und man guckt rein in das Gebäude und sieht dieses geometrische und aber auch das Rot hier drin, es sieht großartig aus. Es ist immer wieder atemberaubend.